Wenn dir die Filme von Cinema Prime gefallen, dann lasse bitte ein Abo und einen Like da. Gouverneur Norbu rief daraufhin Captain Ramson und First Commander Talia mit ihren Teams nach Durox. In der Zwischenzeit befreite sich Henry von seinem defekten Anzug der Delta-Klasse. Er begann, trockenes Holz zu sammeln, um ein Lagerfeuer vorzubereiten. Dann ging er zurück in die Höhle und holte sich ausreichend Pilze, um 3 Personen Essen zuzubereiten. Zögerlich kamen die beiden Schwestern näher. Henry ließ sie durch eine Geste wissen, dass sie zum Essen eingeladen sind. Es freut mich, dass ihr zum Essen gekommen seid. Woher kennst du unsere Namen? Eines meiner Schiffe hat bei einem Erkundungsflug einen Notruf aufgefangen. Als der Captain des Schiffes der Sache nachging, wurden 4 autriskanische Lebenszeichen gefunden. Daraufhin wurde ich zusammen mit eurer Schwester Talia verständigt. Nun ist es so, ich bin mit eurer Schwester Talia seit einigen Dorsek liiert. Sie ist in meiner Flotte der oberste Commander. Talia lebt? Wir haben angenommen, dass sie tot ist. Definitiv nicht. Sie ist auf dem Weg hierher. Ihr habt bestimmt diese Raumbase am Himmel gesehen. Ja, haben wir. Diese Raumbase gehört zu meiner Flotte. Der Gouverneur dieser Base hat eure Schwestern Talia, Libby, Maggie, Jasmin und Ines zu uns hierher nach Durox gerufen. In wie viel Dorsek werden sie hier sein? Keine Dorsek-Parsek. Meiner Schätzung nach werden sie in 800 Parsek hier sein. Wie ist das möglich? Unsere Flotte besitzt einzigartige technische Möglichkeiten. Wie bist du hierher gekommen? Auf dem gleichen Weg wie ihr, durch das Artefakt. Nein, das Ding hätte dich nicht vorbeigelassen. Genau, Annie hat recht. Urplötzlich sind die beiden Autreska-Schwester kampfbereit. Sie zielen mit ihren körpereigenen Waffen direkt auf Henry. Henry ist jetzt in einer sehr brenzligen Situation. Er besitzt jetzt seit seinem letzten Besuch bei Alana die Macht, die beiden Frauen weit von sich zuwerfen. Doch das würde einen unüberwindlichen Riss zwischen ihn und die beiden Autreska treiben. Bitte wartet. Henry übermittelte den beiden Autreskanerinnen telepathisch das Gespräch mit ihren Schwestern sowie das, was im Tempel mit Magnus passiert war. Susa und Ani erkannten, dass Henry, wenn er ihnen hätte schaden wollen, das schon längst hätte tun können. Offenbar besänftigte sie das, zumindest so weit, dass sie ihre körpereigenen Waffen ruhen ließen. Du bist stärker als das Ding, du hättest uns... Nein, niemals! Wir sind schon zu lange alleine. Ich weiß, leider kann ich das nicht ungeschehen machen. Aber ich kann etwas anderes. Ich kann euch ein Bad anbieten und etwas zu essen, was immer ihr wollt. Außerdem könnt ihr mit euren Schwestern über das Netzwerk kommunizieren, lange bevor sie da sind. Das wäre toll. Susa, Ani, steht bitte auf. Admiral ruft Durox Base One. 3 Personen zum Teleport bereit. Energie. Was wollt ihr zuerst? Uns waschen. Und dann etwas essen. Auf jeden Fall etwas, das nicht nach Pilzen schmeckt. Ja, genau, auf jeden Fall. Dann werde ich jemanden bitten, euch in die Waschräume für Frauen zu bringen. Folgt mir bitte. Willkommen auf Durox, Admiral. Womit kann ich Ihnen behilflich sein, Admiral? Ich möchte, dass Sie diese beiden, Susa und Ani, richtig verwöhnen. Selbstverständlich, Admiral. Bitte folgen Sie mir, meine Damen. Du wirst uns jetzt aber nicht alleine lassen. Sobald ihr fertig seid, werdet ihr mich hier finden.
Nachdem Henry Arnie und Sousa in die Obhut von Florence gegeben hatte, ging er in aller Seelenruhe zu Gouverneur Norbu. Henry war sich sicher, dass die beiden Autresca wie alle Frauen, die er kannte, nicht unter 200 Dorsek aus dem Wellnessbereich zurückkamen. Ich habe mir so lange gewünscht, mich richtig waschen zu können. Ich weiß, du hast es jeden Tag gesagt, aber mir ging es genauso. Was hältst du von Henry? Zuerst hatte ich Angst vor ihm. Jetzt weiß ich, dass er uns nichts tun wird. Ja, stimmt. Anfangs war er mir unheimlich. Als nächstes möchte ich mit Talia und den anderen sprechen. Also zuerst möchte ich das warme Wasser genießen. Mir ist bis eben nicht bewusst gewesen, dass ich von diesem telepathischen Wesen Erinnerungen mitgenommen habe. Auf dem Planeten in Sektor Zeta 7 lebte ein Volk, dem Portaltechnik nicht unbekannt war. Das Artefakt, das von den Autresca-Schwestern entdeckt wurde, hatte nur einen einzigen Zweck. Dem Telepathen zu entkommen. Wir müssen die Wüste von Durox systematisch nach Artefakten durchsuchen. Wenn sie hierher teleportiert sind, muss es hier auch Bauwerke geben. Zumindest Ruinen von den ehemaligen Bauwerken. Nach was suchen wir? Ich habe in der unmittelbaren Umgebung des Artefakts statische Aufladungen festgestellt. Ich gehe davon aus, dass der Sprung, den ich heute durchgeführt habe, die Anlagen zumindest für kurze Zeit wieder aufgeladen hat. Commander, binden Sie alle Wissenschaftssektionen in die Suche mit ein. Machen Sie deutlich, wie dringend es ist. Jawohl, Gouverneur. Sie entschuldigen mich, Admiral. Wäre es da nicht ratsam, weitere Schiffe hinzuzuziehen, um die Scannerleistung zu erhöhen? Grundsätzlich wäre ich dafür, doch in Anbetracht der Zeit, bis die Verstärkung da ist, befürchte ich, wird dies nichts mehr bringen. Sobald die Quer 2 und die River Gong C eingetroffen sind, wird die Scannerleistung verdreifacht. Während Admiral Henry mit Gouverneur Norbu die Einzelheiten des weiteren Vorgehens besprach, sahen sich die Autresca-Schwestern zum ersten Mal seit vielen Dorsek wieder, wenn im Moment auch nur über das Netzwerk. Dennoch war die Wiedersehensfreude sehr groß. Alle waren glücklich, endlich wieder vereint zu sein. Erst als die Quer 2 und die River Gong C auf Durox ankamen, beendeten die Schwestern die Kommunikation. Um sich dann gleich darauf im Spa-Bereich der Raum Bs Durox One in die Arme zu fallen. Habe ich das richtig verstanden? Du hegst den Verdacht, dass es lange bevor die Sokoliraner diese Anomalie erzeugt haben, schon eine funktionierende Tortechnologie gab. Richtig. Ich bin durch beide Anomalien gereist, die von Planet Zeta 7 wirkt auf mich stabil, im Gegensatz zu der Sokoliraner. Und das, obwohl sie so alt ist. Dann werden wir wohl alle diese klobigen Anzüge der Delta-Klasse tragen müssen. Talia, ich glaube nicht, dass das nötig ist. Zeta 7 ist garantiert eine Ausnahme. Dass die Umgebung so lebensfeindlich ist, liegt an Magnus. Wenn wir schon beim Thema sind, wie konntest du dieses Wesen so weit wegschleudern? Ich habe mir die Aufzeichnung deiner Helmkamera wieder und wieder angeschaut. Arnie und Sousa haben uns eine Geschichte erzählt, wie du ihnen ganz offensichtlich telepathisch vergangene Ereignisse vermittelt hast. Wann wolltest du mir eigentlich erzählen, dass du das kannst? Bei meinem letzten Besuch bei Alana musste ich in einen Altar treten. Sie sagte mir, ich würde die Erkenntnis gewinnen, wie ich mit Magnus umgehen muss. Was ich danach erlebt habe, war für mich völlig wirres Zeug. Ehrlich gesagt, ich habe geglaubt, ich habe halluziniert. In Ordnung. Wie sieht unser morgiges Programm aus? Wir haben beim Scannen eine bereits terraformierte Region ausgemacht, in der eine statische Energie feststellbar war. Die möchte ich mit dir und deinen Schwestern morgen untersuchen. Am folgenden Morgen brachen Sousa, Ines, Jasmin und Libby noch vor Henry und den anderen Autresca zum Reiseziel auf Durox auf. Sie wollten sicherstellen, dass keine Gefahren in der näheren Umgebung auf das Forschungsteam lauern. Als Henry widersprach, bekam er zum ersten Mal den geballten Redeschwall von 7 Autresca-Frauen zu spüren. Lachend fügte er sich in sein vermeintliches Schicksal, wohl wissend, wie es auf Zeta 7 gelaufen war.
Jasmin, an den Landetrupp. Die Umgebung ist sicher. Talia, tut mir bitte einen Gefallen. Hört auf mit dieser Sonderbehandlung. Henry, traditionell gesehen bist du der einzige Mann in der Familie. Da ich aber keine traditionelle Beziehung will, habe ich sie gebeten, sich lediglich um deinen Schutz zu sorgen. Traditionell? Du meinst jetzt nicht... Oh doch! Aubacke. Jasmin, wo sind Susa, Ines und Libby? Sie sind drüben, hinter den Palmen. Dort liegen tatsächlich die Reste einer Behausung. Das muss ich sehen. Als Henry diesen Überresten näher kam, hatte er das Gefühl, diese Bauwerke schon einmal gesehen zu haben. In Anbetracht der Entfernung, wo er diese Bauwerke zum ersten Mal gesehen hatte, verwarf er jedoch diesen Gedanken wieder. Doch den Gedanken, dass es hier eine Verbindung geben könnte, wurde er nicht mehr los. Sag was! Mein Rücken. Henry? Niemand bemerkte das schwache Leuchten, das aus Henry trat. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Episode. Wenn dir die Filme von Cinema Prime gefallen, dann lasse bitte ein Abo und einen Like da.